Niemand sieht mich. Niemand wollte mich je sehen und jetzt kann mich niemand mehr sehen. Niemand kann sich vorstellen, was ich jede Nacht durchmache. Und jeden Tag. Ich reiß den ein und ich gehe in seinen Kopf rein, aber dafür brauche ich Wiederholungen, dafür brauche ich Zeit. Ich knack den schon, der ist nicht komplett gefühllos, ich spüre es. Und dieses Geständnis wird sie Ihnen in 2 Stunden liefern. Und deshalb muss sie jetzt weitermachen. Genau das gleiche wurde vor 3 Jahren auch gemacht. Zeit spielen, uns hinhalten, uns für blöd verkaufen. Die Uhr tickt. Für ihn, nicht für uns. Wenn der bis Mitternacht nicht zusammenklappt, dann war's das. Dann geht ihr hier raus als freier Mann, wie vor 3 Jahren. So leid es mir tut für die Münchner Frauen. Ich sehe das doch, wie du dich quälst, Jonas. Ich sehe das doch, dass mit dir was nicht stimmt. Und du spürst es selber auch. Ich will den Murnauer zurückholen. Was? Murnauer ist der erfolgreichste Vernehmer, den diese Dienststelle je hatte. Und er kennt den Täter, hat ihn sogar schon mal in der Mangel. Holt lieber einen alten Deppen zurück, anstatt dass der einmal an eine junge Frau glauben wird. Aller Jonas. Die es vielleicht ja auch drauf hat, den Fall zu lösen, oder? Ja, scheiße, super. Nein, das geht absolut nicht. Sie können ja nicht in mich hineinschauen, sonst würden Sie nicht so einen Unsinn sagen. Die Sau, diese dreiste Sau. Wir sind jetzt hier so kurz vor dem Scheitern. Der Bastard spielt doch mit uns. Scheiße! Du schaust mir jetzt ins Gesicht und sagst, dass du mit deinem Scheißleben weitermachen möchtest!